Ja, man hört es vielleicht, ich bin krank, also richtig krank. Und wie soll ich sagen? Ich würde richtig gerne Videos machen. Generell auch Vlogs oder so, aber. Also natürlich jetzt nicht, weil ich bin sowieso, ich bin jetzt total im Arsch, aber ich meine, da, ich habe das vor. 2017 will ich Vlogs machen und Drohnenvideos. Aber Drohnenvideos kann ich noch nicht machen, weil ich habe keine Drohne. Ich will mir eine Phantom 4 kaufen oder zu meinem Geburtstag wünschen. Mal gucken. Das ist ja immer so ein bisschen nervig. Man hat ja nie Kohle für den ganzen Scheiß. Weil ich habe schon immer extremes Interesse an dieser Filmsache, Cineastik und so, Filmerei, Filmkunst. Und ich finde das mega geil. Also wirklich, das turnt mich richtig an, ja? Erstmal Drohnenvideos auf Pornhub. Ist auch egal. Es war gar nicht lustig. Guck mal, was ist mit mir los heute? Ja. Wisst ihr, was mir gerade so ein bisschen auf den Gedanken schwört? Ah, sorry. Ich bin total im Arsch und es ist Samstag. Und ich war schon eine Woche krank. Das heißt, von Montag bis Freitag war ich krank. Das Wochenende. Und ich weiß ganz genau, Montag werde ich immer noch nicht arbeitsfähig sein. Gut, 1,5 Wochen krank sein kann man ja mal machen. Ist ja passiert ja, kann ja nichts dran ändern. Das Problem war aber, da die Arbeitsstelle, wo ich gerade bin, einfach der größte, nicht ernstnehmbarste und lächerlichste Scheiß ist und vom Staat, also quasi vom Arbeitsamt, habe ich mir schon davor eine Woche krank gemeldet. Das heißt, ich bin jetzt schon 2 Wochen krank, habe meiner Vorgesetzten schon erzählt, dass ich am Montag definitiv komme. Und jetzt sitze ich hier am Samstag, bin total im Arsch, kann nicht zum Arzt, weil der Herr Doktor, der kann mich ja nicht 3 Wochen krank schreiben. Und ja, auf jeden Fall eine geile Scheiße. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, auf jeden Fall, das Video hat jetzt ein bisschen doof angefangen. Ich habe jetzt 3 Folgen von Fallout. Boah, scheiße, ey. 3 Folgen von Fallout New Vegas. Und ich muss mal gucken, wann ich weiter Let's Play. Also ich werde natürlich weitermachen, aber ich muss mal gucken. Jetzt kann ich ja nicht. Ich meine, ich bin momentan verhindert. Ich mache dieses Video jetzt kurz, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Und die letzte Woche ist gar nichts passiert. Und das auch auf YouTube habe ich halt wirklich nur wenig gemacht. Ihr seht, habt es ja gesehen. Aber wie gesagt, halt, ich mache ja alle 3 Tage nur was. Und ich habe vor, und das ist halt, worum es in meinem Video geht, das hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, Filmereisachen. Ich trinke mal hier mein Zeug. Oh, es ist voll laut. Boah. Mein Hals, ey, der ist doch voll gedamaged. Ich habe vor, Filmerei zu machen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich der größte Hollywood-Filmer werden will und auf YouTube euch, keine Ahnung, voll die krassen Sachen präsentiere. Aber das Interesse an so Filmsachen ist schon da. Ich bin ja so, ich fotografiere ja schon, so als Hobby. Und ich fotografiere ja und da dachte ich, da ist natürlich auch so ein Interesse am Film da. Und ja, das ist halt, finde ich, mega geil. Und ich habe halt vielleicht auch vor, darüber hinaus noch einen neuen Kanal zu machen auf YouTube, wo ich dann quasi Vlogs hochlade. Aber das sollen nicht diese
obligatorischen 0815 Lifestyle-Vlogs aus Köln werden, so wie das der Standard-YouTuber ja macht. Das finde ich irgendwie scheiße. Sondern das sollen Vlogs werden, die, ja, in denen ich vielleicht sogar so eine Message habe, weiß ich nicht. Ich habe in den letzten Monaten extrem viel nachgedacht und auch reflektiert. Das war sehr gut. Und habe mir gedacht, eigentlich müsstest du das machen, Digga. Weil es ist halt, ich finde, klar, Vlogger werden, oh, das klingt alles so geil, bla. Ich habe da nicht das Zeug zu eigentlich, aber ich würde das schon gerne mal probieren. Das werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, vielleicht. Aber da muss ich den richtigen Zeitpunkt abpassen. Aber wenn ich jetzt, ich bin momentan in so einer antriebslosen Down-Phase, Job geht mir so auf den Keks. Ich will eine neue Ausbildung. Mir suchen, finde aber nichts. Ich habe sieben Berufe, die mir gefallen, einigermaßen, also die mir als erstes in den Sinn schweben. Sieben Stück bei Jobbörse im Umkreis 30 Kilometer gibt es vier Stellen. Also nicht jeweils, sondern insgesamt. Und momentan bin ich da gerade so ein bisschen deprimiert, weil es im Job einfach mal gar nicht läuft. Und jetzt kann ich das mit den Vlogs sowieso in eine Tonne hauen, aber ich werde das machen. Irgendwann werde ich das anfangen und ich werde vielleicht diese Filmerei-Sachen da dann hochladen und vielleicht mache ich hier auch ein bisschen was auf meinem Gaming-Channel. Aber ich denke, also auf meinem Hauptkanal, aber ich denke, das kann man machen. Ich finde, also ich finde halt, wie gesagt, so Filmerei-Sachen mega geil, so Action-Cams. Und Drohnen, und das ist was, das ich geil finde. Das turnt an, also das kann ich sagen. Wenn das alles so teuer nicht wäre, dann wäre das ja auch kein Problem. Dann hätte ich schon längst Drohnenvideos und so Lost Place Videos und sowas, finde ich halt geil. Und ich finde halt generell, was ich wichtig finde, ist halt, wenn man A, eine Message hat und B, so ästhetische Sachen. Wenn ich einen Vlog machen will, dann muss ich wirklich sicher sein, okay, der ist qualitativ hochwertig, das kann man sich angucken. Und wenn ich filme, also Filmereikram, halt so Naturvideos und so einen Scheiß machen will, dann ist es mir wichtig, dass ich weiß, okay, das ist echt, das hat Ästhetik. Na, also ich würde jetzt nicht irgendeine Scheiße filmen, sondern ich würde versuchen, dann halt wirklich so cineastische Orte zu finden, irgendwas Schönes, einen schönen Wald mit einer Lichtung, bla, irgendwie, wo halt auch die Landschaft geil aussieht. Das ist bei uns in der Ecke nicht so einfach, aber ja, das dann da habe ich Bock drauf. Weil Drohne, Film hat mich schon immer interessiert. Wenn es nach mir ginge, würde ich mir heute noch eine Red kaufen und damit ausprobieren. Aber die kostet ja 80.000 und ich habe keine 80.000. Ja, und das ist konkret das, was ich in Zukunft vorhab. Eigentlich, ich weiß nicht warum, ich wollte es euch einfach heute mal erzählen. Ja, ich muss mal gucken, ey, ich muss echt ein paar Gameplay-Szenen im Hintergrund einfügen. Mal gucken, ob ich da noch was hab. Ansonsten zocke ich selber jetzt noch eine Runde. Da werde ich wahrscheinlich abkacken, weil ich krank bin und dann bin ich halt immer mega down. Aber ja. Ja, das wollte ich euch sagen. Also 2017 wird auf jeden Fall vielleicht, wenn ich auf meine Situation klarkomme, dann wird auf jeden Fall ein bisschen Vlog-mäßig, werde ich mal ausprobieren. Wie gesagt, auf dem anderen Channel, das werde ich dann wahrscheinlich hier irgendwie ankündigen oder erzählen. Und das alles 10-mal wiederholen und ja, und was ich halt vorhabe, ist so Filmereisachen. Ach, und das habe ich ganz vergessen. Hustensaft. Ich und mein Kumpel haben jetzt einen Kanal eröffnet, der heißt Hustensaft. Wir nennen uns Hustensaft. Warum, weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls wollen wir uns so nennen, Hustensaft, weil wir wollen Videos machen. Also wir wollen Let's Plays und so und noch so Real-Life-Kram machen. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, weil wir sind beide eigentlich die miesesten Hänger und antriebslos es auf Doom, aber
Ja, wir wollen auf unserem, also auf unserem neuen Channel auf jeden Fall ein paar Sachen bringen. Zum Beispiel, Til Schweiger hatte ja das Wasser. Til Schweiger verkauft ja in seinem Restaurant Wasser für 4,20 Euro. Eigentlich wollten wir das Wasser kaufen. Wir dachten erst, dass er das in Flaschen verkauft, aber naja, war wohl nichts. Wir wollten uns erst das Wasser kaufen, dann da Essig reinfüllen oder irgendwas absolut Widerliches und wollten das saufen und vor der Kamera dann abkotzen zu Til Schweiger seinem Wasser. Das wäre richtig genial gewesen. Ne, oder und Ostsee. Ich möchte einen Ostsee-Vlog machen. Aber wir wollen so ein bisschen, ich will die Ostsee so ein bisschen, also diese Vlogger-Szene ein bisschen durch den Dreck ziehen. Ich weiß nicht, also es wird wahrscheinlich alles ultra scheiße, aber wenn ihr da vielleicht Bock drauf habt, irgendwie euch denkt, oh, das ist vielleicht ganz interessant, dann bleibt mal am Ball. Ich werde da wahrscheinlich noch ein paar Videos zu machen. Ja. Das wollte ich einfach mal sagen, das wollte ich kurz mitteilen. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr meine Stimme. Ich habe jetzt meine Stimme selber noch nicht gehört, außer während ich natürlich laber. Aber ich merke schon, ich höre mich nicht normal an, ey. Das ist echt nicht normal. Naja, falls euch das Video gefallen hat oder euch die News gefallen hat und ihr vielleicht auch irgendwie sowas machen wollt oder irgendwie da was zu sagen wollt, irgendwie vielleicht habt ihr Tipps oder so, was kann man da machen, wie soll ich Vlogs gestalten, bla. Dann gebt es mal in die Kommentare. Die freuen sich immer, wenn da jemand einfach reinschreibt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich werde erstmal gesund. Tschüss.